So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut. Vor mittlerweile 3 Jahren habe ich die erste Brettschulog Weihnachtskampagne gestartet. Damals mit dem Ziel, mir eine neue 4K-Kamera zu holen. Meine alte, die auch schon eigentlich sehr gut war, war aber aus dem Jahr 2012, konnte nur HD, Bild und Ton war nicht ganz so geil. Und da habt ihr super krass mitgemacht. Dafür nochmal ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön. Dann konnte ich eben das Geld aus der Kampagne nehmen, noch ein bisschen Geld draufpacken und mir dann diese Kamera holen, die jetzt hier über dem Tisch hängt, die eben dafür sorgt, dass ihr in den Livestreams immer ein gutes Bild habt. Wenn ich ja Videos drehe, mit eben auch der Ansicht von oben, dass man da eben auch gut reinzoomen kann und das alles gut sieht, ohne dass es gleich wieder schlecht aussieht. Also dafür ein riesengroßes Dankeschön. Und da haben auch viele Leute gesagt, na Ben, wir supporten dich gerne, aber jetzt so monatlich mit einem Beitrag, eher nicht, aber so einmal Weihnachten ein bisschen Geld in den Hut werfen, da sind wir auf jeden Fall dabei, auch so als Dankeschön für die Arbeit, die du das ganze Jahr über machst. Und habe ich es im Jahr danach eben wieder gemacht und dann kam noch mehr Geld zusammen als im Jahr davor. Und dann 2020 gab es auch wieder eine Kampagne, die ging noch mehr ab als die in den Jahren davor. Also auch da ein riesengroßes Dankeschön an alle, die daran teilgenommen haben. Und auch in diesem Jahr wird es dann dementsprechend wieder eine Kampagne geben, wo ihr eben auch sagen könnt, ne, wenn ihr mich irgendwie supporten wollt und da eben auch nochmal so euren Taler in den Hut werfen wollt als Dankeschön, dann könnt ihr es eben auch wieder tun. Da freue ich mich über jeden, der daran teilnimmt. Ich habe das in den letzten Jahren immer per PayPal Moneypool gemacht. Das war so das einfachste Tool dafür. Das hat PayPal jetzt leider eingestellt. Das heißt, diese Möglichkeit gibt es nicht mehr. Ihr könnt höchstens noch eben auch in der Infobox auf diesen PayPal Me Link klicken mit Brettschulog dahinter und dann könnt ihr da das auch direkt über PayPal weitermachen. Aber es hat nicht so ganz diesen Event-Charakter, den diese alte Moneypool-Kampagne hatte. Und deswegen habe ich mir jetzt die Plattform GoFundMe rausgesucht. Da kann man eben auch solche Kampagnen starten. Und das Geld geht dann eben auch 1:1 an denjenigen, der die Kampagne betreibt. Unten ist immer so voreingestellt, so ein gewisser Prozentsatz, den ihr an den Betreiber der Plattform gebt. Das könnt ihr einfach auf 0 ziehen oder auch so lassen oder irgendwie ein bisschen reduzieren. Darüber finanziert sich quasi die Plattform selbst. Wenn ihr sagt, nee, ich will nur Geld direkt an Ben geben, dann einfach den Regler auf 0 ziehen. Ihr habt da verschiedenste Möglichkeiten, eben beizutragen per Apple Pay, per Kreditkarte, per PayPal. Ich glaube, per Sofortlastschrift geht auch. Also die gängigen Verfahren, die man heutzutage beim Bezahlen im Internet nimmt, funktionieren da. Ich habe da vor ein paar Jahren auch schon mal so eine kleine Kampagne gestartet. Das lief auch. Also da habe ich bisher eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und ja, auch das Geld werde ich natürlich wieder in den Kanal stecken, um das hier alles zu finanzieren. Und ich mache das ja mittlerweile auch quasi hauptberuflich. Ich habe zwar noch meinen Nebenjob im Kino, aber das ist wirklich jetzt ein Nebenjob neben dem Projekt hier. Und dieses ganze Spielen und alles, das kostet eben auch einfach viel Zeit, gerade in der Frequenz, in der man das macht und dann eben auch zu sagen, ne, ich mache jetzt hier ein paar Videos zu vielleicht kleineren Spielen, damit ich auch wirklich versuche ja so jeden Tag ein bisschen Content zu haben, auch hochwertige Livestreams zu machen und mir dann eben auch die Zeit nehmen zu können, die größeren, anspruchsvolleren, komplexeren Spiele auch durchaus häufiger spielen zu können, da nicht nur so einen ersten Druck rauszuschießen, sondern eben auch wirklich die Zeit dafür zu nehmen, dann eben auch schöne, umfangreiche Videos dafür zu drehen, ne, das Vorbereiten, das Regeln lernen, das Spiel ein paar Mal spielen. Das kostet eben schon mal Zeit und eben auch das Video drehen. Wenn ihr hinterher so ein 30-Minuten-Video habt, da stecken teilweise oftmals 7, 8, 9 Stunden Arbeit drin. Das ist viel mehr, als man am Anfang den Eindruck hat. Und das so eben in der Frequenz und hoffentlich auch eben in der Qualität konstant, um das leisten zu können, dafür bin ich eben immer noch auf eure Unterstützung angewiesen, auch wenn der Kanal, wie gesagt, echt gut läuft und sich in den letzten Jahren echt gut entwickelt hat. Daher da auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön an alle, die da jetzt eben auch mitmachen werden. Ihr könnt dann ja auch immer so einen Gruß da lassen, noch irgendwas dazu schreiben zu eurer Spende. Das fand ich in den letzten Jahren immer besonders schön. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen, weil da auch einfach sehr viel Positives rüberkam und das eben auch immer durchaus wirklich Motivation gibt, das Ganze weiterzumachen. Sonst sieht man auch immer, okay, ne, die Leute gucken das und gucken das auch teilweise echt zahlreich, lassen vielleicht auch einen Daumen nach oben da. Aber so wirklich direktes Feedback gibt es eher selten. Und gerade aufgrund dieser ganzen Kommentare und eurer Anmerkungen im Dezember macht das eben auch immer super viel Spaß. Und ja, so viel mehr möchte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich möchte nur ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön loswerden an alle, die sich daran eben beteiligen. Den Link dazu seht ihr eingeblendet. Und er ist auch in der Infobox, er ist in den Kommentaren unter dem Video. Ihr werdet ihn unter jedem Video sehen, das jetzt im Dezember rauskommt. Und die Kampagne wird bis zum Ende des nächsten, also bis Ende Dezember laufen. Und ja, ein riesengroßes Dankeschön an alle, die daran teilnehmen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns sicher morgen wieder. Bis bald und tschüss.